Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian und ich möchte heute mit dir eine, ich weiß gar nicht, wie man das Ganze nennt hier im Hintergrund, eine Gartenlounge, eine Sitzecke, ein Tisch mit zwei Bänken. Auf jeden Fall hat das Ganze ungefähr 300 Euro gekostet an Materialkosten, also on top Schrauben und Farbe noch oben drauf, je nachdem. Und du brauchst ungefähr 3 bis 4 Werkzeuge, also einen guten Akkuschrauber auf jeden Fall, eine Kettensäge, um das Ganze grob zuzusägen und eine Kappumkehrungssäge. Und vielen Dank an den heutigen Sponsor Lightly, der es ermöglicht, diese tolle Gartenbank oder Picknick-Sitzbank umzusetzen. Das Besondere an Lightly, die Akkus sind sogenannte Powerbanks mit einem USB-A-Anschluss, einem USB-C-Anschluss. Das heißt, du brauchst keine lästigen Ladegeräte mehr, wie man sie kennt in der Vergangenheit. Wirklich 10 Stück habe ich davon in der Werkstatt und 10 verschiedene Akkusysteme. Du brauchst jetzt nur noch diesen Akku, diese Powerbank quasi, und damit kannst du dein Handy aufladen, deine Geräte betreiben. Unter anderem gibt es wirklich ein ganz, ganz großes Portfolio an Geräten, von Gartenwerkzeugen zu Handwerkzeugen zu Akkuschrauber, Akkubohrgeräten, Rasenmäher und. Ich werde euch mal die Website unten in der Videobeschreibung verlinken. Und als Material haben wir hier 12x12er Kanthölzer, 2 Stück, a 5 Meter Länge und 3 Bohlen, 40 dick und eine Breite von 20 mm. Und das schafft hier diese Lightly Kettensäge mit einem Blatt von 30 cm wirklich reibungslos. Also wie Butter geht das Ganze. Den groben Zuschnitt haben wir jetzt hinter uns gebracht und ich bin ja mit der Marke bis jetzt sehr zufrieden. Mir gefällt sie vor allem designtechnisch sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier noch mal einen kleinen Schlagschrauber und eine Bohrmaschine in Akkuversion. Die kommen bei diesem Projekt auch zum Einsatz. Im Übrigen bekommst du die Marke Lightly, die Geräte, in ausgewählten Obi-Märkten und online. Ich verlinke dir mal den Shop unten in der Videobeschreibung. Wir legen jetzt los mit dem Zuschnitt. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, dass die Bosch GDL 12 oder 12 GDL, ich weiß nicht genau, wie die Kappsäge heißt, dass die diese 12 cm hier nicht packt. Also es sind 12x12 im Quadrat. Und ich habe zwar mal umgedreht und dann nochmal gesägt, aber das ist mir echt zu anstrengend, diesen Balken da hin und her zu besägen. Deswegen habe ich das Ganze mit einer Feinsäge gemacht. Der Schnitt am Ende finde ich viel, viel besser und es wird zu 100% genau. Deswegen kann ich dir empfehlen, den letzten Schnitt nochmal mit der Feinsäge zu machen. Ja, wie du sehen kannst, sieht das Ganze wirklich, boah, dreckig aus. Ne? Das schafft die beste Absauganlage, glaube ich nicht. Das Wichtigste ist beim Zuschnitt natürlich ein bisschen Verschnitt mit einrechnen. Ich habe jetzt ungefähr 30 bis 40 mm Verschnitt eingerechnet. Und ihr solltet darauf achten, dass ihr mindestens immer vom Rand 5 cm abschneidet. Und solche Stücke hier, wo eine starke Verastung stattfindet, oder in der Mitte habt ihr den Kernholz, wirklich Kernholz hier, das reißt nämlich später oder geht auseinander. Das solltet ihr unbedingt versuchen zu vermeiden. Ja, und das ist halt Pflicht, so ein Stück abzuschneiden. Ansonsten wird euch am Ende die Bank einreißen und ja, dann dringt Feuchtigkeit rein und dann werdet ihr nicht lange Spaß mit der Bank haben. Und jetzt müssen wir die Ausklinkung vornehmen. Und das ist ganz, ganz simpel. Wir nehmen dazu die Kapp- und Gärungssäge, nehmen uns ein Hinterholz, damit wir einen gewissen Abstand haben. Habe ich schon unzählige Male gezeigt. Deswegen das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und so schaut das Ganze dann aus. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Hauptsache, ihr habt eine Ebene quasi. Und wie ihr merkt, sind zwei Sachen, die hier auffallen, ganz klar. Einmal, wir haben hier links und rechts ein bisschen Spiel. Ich habe ungefähr 3 mm mehr eingerechnet, weil die Bohlen nicht immer exakt das gleiche Maß haben. Das heißt, Holz schwindet oder arbeitet ja bekanntlich. Und deswegen habe ich hier ein bisschen Luft. Und von der Höhe her, ich fand es jetzt schöner. Wie gesagt, die Dicke ist auch nicht immer die gleiche, ne? Und ich habe jetzt 5 mm
überstehen lassen. Das heißt, die Klinkung hat eine Tiefe von 35 mm. Das machen wir jetzt viermal und dann haben wir unsere Sitzbänke ausgearbeitet. Im nächsten Schritt haben wir unsere vier Bankbeine oder Tischbeine zugeschnitten. Und das genaue Maß findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es eine PDF-Anleitung, gratis, die kannst du dir downloaden. Das sind ungefähr 4 oder 5 Seiten und dort findest du alle Maße, Werkzeuge und Schrauben und ich weiß nicht, was du alles hier siehst im Video, beziehungsweise für dieses Projekt speziell eine genaue Bauanleitung zum Runterladen, kostenlos. So, wir werden jetzt die Füße vorbereiten. Also wir sind jetzt grob im Zuschnitt fertig und der nächste Step wird sein, dass wir die Tischhöhe festlegen. Aber erstmal werden wir uns um die Füße kümmern. Die werden wir jetzt einmal ringsherum fasen, weil der Balken ringsherum auch gefasst ist, damit das alles passt. So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier, das ist unsere Sitzbank. Also in der Höhe wird ja die Sitzbank ungefähr sein. Die wird noch 5 mm höher kommen. Und ich habe jetzt hier einfach meinen Arbeitstisch genommen und mir ein paar Bullen draufgelegt. Und ich finde, das ist die ideale Höhe, weil ich kann mich hier so ablehnen. Ich kann darauf meinen Schnitzel schneiden oder meinen Salat, je nachdem. Und wir haben eine Höhe von Oberkante, fertig, Platte, ja, sagen wir mal 80 cm. Wir haben jetzt 78, machen wir mal 80. Und bevor wir das Ganze jetzt ein bisschen streichen, müssen wir nämlich nochmal das Ganze bohren und senken, denn das Ganze wird ja geschraubt. Und das Wichtigste hierbei ist jetzt, dass wir keine Schraubenköpfe nachher sichtbar haben. Wir wollen nämlich nicht irgendwie, dass da Wasser eindringen kann in dieser Verbindung, dass dann irgendwann am Ende das Holz anfängt aufzuquillen. Und wichtig ist, verwendet bitte verzinkte Schrauben oder nehmt bitte Edelstahlschrauben. So, ich habe überlegt, für die Füße nehmen wir hier solche Tellerkopfschrauben. Übrigens sind das Jet-Fast-Schrauben. Die haben nämlich, theoretisch müssten wir das Ganze auch nicht vorbohren, aber ich tue es jetzt mal. Das heißt, ich bohre das Ganze mit einem Forstnerbohrer vor und danach bohre ich das Ganze mit einem Holzbohrer nach. Im Übrigen hier, dieser 3D-Winkel, der ist gar nicht mehr wegzudenken bei mir, weil ich nutze ihn wirklich sehr, sehr oft, weil du hier wunderbar Sachen anzeichnen kannst und das mega, mega einfach ist. Er ist sehr, sehr praktisch. Du hast hier eine Lochreihe. Du kannst hier verschiedene Breiten anzeichnen. Beispielsweise jetzt hier, nehmen wir mal die Mitte. Dann kannst du dir hier vom Rand her, also wie so ein Streichmaß, ja. Und ich nutze den sehr, sehr oft. Beziehungsweise er ist gar nicht mehr wegzudenken bei mir. Und ich bin so vertieft in meiner Arbeit. Gar nicht mehr wegzudenken. Und da gibt es noch viel, viel mehr Funktionen. Ich hoffe, du folgst mir auf Instagram, denn da gibt es nämlich ein Reel über diesen Winkel. Kannst du dir mal ansehen. Ne? Und übrigens dieser Tiefenlochmarker hier, Tiefenlochmarker, der hat hier hinten, viele wissen das nämlich gar nicht, Wolfkraft war nämlich einer der ersten, der hat hier hinten nämlich einen Anspitzer. Das heißt, du kannst hier vorne deine Bleistiftmine anspitzen. So, und im nächsten Schritt schrauben wir schon mal das Untergestell zusammen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das ganze Anthrazit gestrichen. Die Sitzbänke und der Tisch bleibt Natura. Also da kommt nochmal eine Lasur drauf, aber dazu später mehr. Und wir schrauben das Ganze jetzt zusammen, weil wir hier eine ebene Fläche haben. Wenn wir es draußen machen würden, dann würde alles schief und krumm werden. Dann habe ich noch eine kleine Frage an euch. Benutzt du lieber einen Akkuschrauber oder einen Schlagschrauber? Ich habe jetzt beides mal ausgetestet und ich muss sagen, Schlagschrauber gefällt mir sehr, vor allem wenn ich Schrauben habe, die nicht so wirklich leicht reingehen, weil er schlägt die Schraube ja quasi rein. Aber schneller geht es eigentlich mit diesem Akkuschrauber hier. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Der Überstand beträgt 15 cm, auch wie hier bei den Eckpfosten. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kriege ich das alles in einen 90-Grad-Winkel? Es gibt 2 Methoden, die ich jetzt kenne. Ihr könnt natürlich auch einen Kreuzleser nehmen, aber das haben wahrscheinlich die meisten nicht. Ihr nehmt einen Anschlagwinkel in großen, gibt es auch von der Firma Wolfkraft in 2 unterschiedlichen Größen. Aber irgendwann kommt man auch an seine Grenzen damit. Und dann nehmt ihr einfach ein Maßband und spannt es von
Eckpunkt zu Eckpunkt und auch wieder hier von Eckpunkt zu Eckpunkt. Dann habt ihr die Diagonale und die Maße sollten beide gleich sein. Dann wisst ihr auch, dass das Ganze im rechtwinkligen Winkel ist. So, ich verschraube jetzt die beiden Sitzbänke und danach kümmern wir uns um die Tischplatte. Und da habe ich mir jetzt 4 Dachlatten zugeschnitten auf ein Maß. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist eine PDF-Anleitung zum Runterladen. Ich zeichne mir jetzt die Bohrlöcher an, bohre das Ganze vor und dann verschrauben wir das alles. Bilder sagen mehr als Worte, aber es ist wirklich zu empfehlen, so eine lange Verlängerung, Bitverlängerung. Und ihr solltet, was ich im Video nicht erwähnt habe, nochmal eine Querstrebe reinsetzen. Das ist in der Materialliste genau beschrieben, die sorgt für die nötigen Stabilität. Und wer mag, lässt das Ganze so. Das ist jetzt hier Douglas, hier Lärche, so ein Leimholzmix. Eignet sich sehr, sehr gut für draußen. Das heißt, ihr müsst das Ganze gar nicht streichen. Mit der Zeit wird es ein bisschen gräulich. Wer das ein bisschen schützen möchte, wie gesagt, ihr könnt es streichen. Oder es gibt auch ein Spray von Duplicolor. Da gibt es unterschiedliche Holzschutzlasuren. Werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. So, wir sind zum Ende angekommen. Ich muss sagen, das Projekt hat richtig, richtig Bock gemacht. Und alleine brauchst du ungefähr so einen ganzen vollen Tag oder 2 Tage, wenn du es dir aufteilst. Und zum Ende des Videos möchte ich noch mal eine Kleinigkeit verlosen. Und zwar von Lightly, den Schlagschrauber. Wer da Interesse hat, mit Akku, einfach einen Kommentar da lassen und schreib mir gerne, was du als nächstes für ein Projekt vorhast, was du bauen möchtest und wozu du den Schlagschrauber gebrauchen könntest. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen und natürlich über ein Abo. Und hier sind die nächsten 2 Gartenprojekte. Schau sie dir an und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Video. Ciao.